Herzlich willkommen zurück bei Schwengeldieter. So, wie ihr vielleicht an der fertigen Luftabwehr Level 4 hier erkennen könnt oder wie ihr erkennen könntet, es sind über 4 Tage vergangen seit dem letzten Video. Allerdings nicht, weil ich ja, keine Zeit hatte, zu faul war, irgendwas. Nein, sondern ich will halt nur wirklich was zeigen, wenn ich es auch relevant finde, wenn ich finde, dass es euch auch was bringt. Und nicht einfach nur ein Video machen, um ein Video zu machen. Und ja, bisher gab es keine wirklich spektakulären Sachen zu zeigen. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt mal wieder ein Video. Denn jetzt sind wir in einem Clankrieg drin. Ihr seht schon, einen Angriff habe ich noch. Und ich produziere auch schon gerade meine Truppen für diesen Angriff. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Luftabwehr Level 4 ist fertig. Und ja, auch die nächste Level 4 ist schon fast fertig. Also die habe ich ja kurz danach geklickt. Ich glaube, die war noch nicht im Bau bei der letzten Folge. Und ja, die Kaserne Level 9 ist fertig. Na, also das ist natürlich hier so mit das Wichtigste auch an Neuerungen. Und es befindet sich bereits eine zweite im Bau. Ja, die dauert ja 4 Tage. Und ja, es ist noch, sind noch so 2 Drittel, also 2 Tage, 17 Stunden, naja, fast noch 3 Viertel der Zeit sind noch offen, also muss, ja, ich muss noch einige Zeit warten, bis das fertig ist. Aber schön ist auf jeden Fall schon mal, dass ich sozusagen wieder 1,5 Millionen sparen konnte und klicken. Allerdings muss man zu diesem Thema sparen sagen, ich konnte zwar sparen, jetzt, aber es ist echt hart. Also ihr seht schon Verteidigungslog. So. Ihr seht schon im Verteidigungslog hier. Ich werde echt hart angegriffen. Ja, zum Teil hier 116.000, 107.000. Also ja, und auch die Truppen, ne, mit denen hier angegriffen wird. 11 Viererriesen, 4er Bogenschützen, 3er Magier, auf jeden Fall Schweinereiter noch dabei, 2 Drachen dabei. 3 Wutzauber dabei. Also können wir mal ganz kurz reinschauen. Ich meine, dabei darf man nicht vergessen, was hier möglich war. Ne? Das war zu einer Zeit, wo ich gerade halt diese 1,5 Millionen gespart habe. Und ja, logisch, wenn ich da gerade drauf spare, dann ist hier natürlich, das Ding ist rammelvoll. Man sieht schon, die Dinger sind hier zum Bersten voll. Also kein Wunder. Ja, und naja, gut, dadurch, dass meine Luftabwehr draußen steht, gut. Ist ja auch nicht der Plan, aber da ich sie ja quasi dauerhaft jetzt ausgebaut habe, macht es auch keinen Unterschied, ob sie draußen steht oder in der Mitte. In meiner Clan-Kriegsverteidigung sieht das Ganze ja schon anders aus. Das heißt, das ist relativ egal. Ich beschleunige das Ganze noch ein bisschen. Wir sehen nämlich hier relativ gut. Ganz schön ist auf jeden Fall zu sehen, dass meine Truppen hier extrem viel geholfen haben. Ansonsten hätte der entspannt 100% gemacht. Also die Truppen killen hier die Schweinereiter. Und das war wirklich, das hat mir hier wirklich den Hintern gerettet, muss man sagen. Ja. Jetzt kommt halt der Drache. Und natürlich, da haben dann meine Clanburg-Truppen auch keine Chance mehr. Aber vorher ging das echt noch klar. Ja, und wir haben ja schon gesehen, was der hier holt an Ressourcen. Das heißt, da kommt noch einiges zusammen. Klar, Drache Nummer 2 macht hier auch nochmal richtig kräftig Schaden. Die Luftabwehr hier oben war noch im Bau, darf man dabei nicht vergessen, ne? So ein Drache ohne Luftabwehr klein zu kriegen, ist halt extrem schwer. Und die untere, die einzige, die nicht im Bau befindlich war, hat er ja bereits vernichtet. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat hier glücklicherweise nicht alles von mir geschafft, Platz zu machen, aber er hat zumindest nahezu alles an Gold mitgenommen, was hier eben möglich war. Naja, gut, okay. 57.000 ist nicht nichts. Also, gut, er hat auch noch ein bisschen was übrig gelassen und zum Glück eben nicht all mein Elixier, weil ja, genau darauf hatte ich ja gespart. So, ja, ihr kennt es ja, ich mache hier nebenbei immer, baue hier so ein bisschen den ganzen Krams hier ab, was da alles noch so rumfliegt. Ah ja, richtig. Und ich sehe gerade, wir haben den Drachen der Kaserne freigeschaltet. Das kennen wir ja bereits und kriegen dafür nicht nur 1000 Erfahrungspunkte, sondern auch 20 Gems. Sehr schön. Aber 1000 Erfahrungspunkte sind auch cool. Mittlerweile haben wir Level 50 überschritten. Ja, ich könnte fast sagen, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Ja, irgendwann habe ich raufgeguckt und dachte, 51? Das war, glaube ich, gestern oder sowas. Also, ja.
Zu der Zeit jetzt geht das noch relativ schnell. Wenn man dann in so der doppelten Region ist, dauert das Ganze deutlich länger. So, ansonsten, was baue ich hier gerade noch aus? Ihr könnt es hier sehen, ein Bogenschützenturm. Ja, ich hatte genug Gold und deswegen dachte ich mir, Mensch, baue ich mal den Bogenschützenturm. Der kostete ja 720.000, also ist jetzt auch nicht mehr, naja, auf jeden Fall schon was, worauf man sparen muss, was man nicht einfach immer so mal zwischendurch klicken kann. Und dann, ja, die Kaserne habe ich ja schon gesagt, dass ich die natürlich ausbaue. Die Luftabwehr hier ist so gut wie fertig. 16 Stunden ist ja nun wirklich keine Zeit jetzt bei den jetzigen Ausbauzeiten, die wir hier so haben. Ja, und jetzt möchte ich natürlich auch mit meinem freien Bauarbeiter, beziehungsweise jetzt gerade ist er hier noch mit dem Stamm beschäftigt, aber nach dem Busch hat er alles abgebaut. Genau, da möchte ich natürlich was Neues machen, möchte was Neues ausbauen, würde natürlich am liebsten den Magierturm, den zweiten, auch auf Level 4 machen, denn der ist schon, das wäre schon fantastisch. Aber da das nicht funktioniert, werde ich, ja genau, Moment, so, jetzt habe ich über 800.000, werde ich den Minenwerfer ausbauen. Ja, Minenwerfer auch extrem stark. Ich habe zwei Level 4er und einer ist bereits auf Level 5, das ist die maximale Stufe für Rathaus Level 7. Und ja, ich werde hier den zweiten, ich werde den in der Mitte ausbauen, dann sind oben und unten ist halt jeweils noch einer. Ich denke, das ist das Klügste, was ich machen kann. Gucken wir mal kurz rum, aber soweit ich gesehen habe, ja, ist alles ausgebaut. Gut, den bauen wir aus und damit haben wir noch beeindruckende 431 Gold. Können wir allerdings kurz mal ein bisschen aufstocken, indem wir hier so ein bisschen abklicken. So, jetzt haben wir noch 2k Gold, immer noch nicht wirklich der Rede wert, aber okay. Mein Elixier möchte ich natürlich sparen, denn ich habe es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, also nicht am Anfang dieser Folge, sondern am Anfang, als ich über den Drachen gesprochen habe, letzte oder vorletzte Folge, der Drache braucht halt sehr lange. Wir haben hier eine Ausbildungsdauer von 30 Minuten. Der braucht oder der verbraucht, benutzt 20 Wohnraum und ich habe 195. Ich rechne jetzt mal mit 200, der Einfachheit halber, und weil ich das Armeelager auch in Kürze ausbaue. Das heißt, ich kann 10 Drachen bauen. Ja? Und das heißt, wir haben hier also derzeit, wenn ich es jetzt ausbauen wollte, würde ich ja Stunden dran sitzen. Ja? Das wäre sicherlich nicht so sinnvoll. 5 Stunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe, würde ich daran sitzen für die 10 Drachen. Aber selbst wenn ich eben 2 Kasernen habe, brauche ich noch 2,5 Stunden, um alle 10 Drachen zu bauen. Und das ist eindeutig zu lange. Ja? Weil, also diese Zeit, ich meine, der Zauber braucht 20 Minuten, so. Der Heilungszauber, den ich würde allerdings natürlich auch gerne den Wutzauber mitnehmen, gut, der braucht 30 Minuten. Davon kann ich dann, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Gut, davon könnte ich 3 mitnehmen, das heißt 1,5 Stunden. Die Drachen brauchen immer noch 2,5 Stunden. Also ich sag's mal so, ich halte es auf jeden Fall für sinnvoller, dass ich hier noch eine dritte Kaserne ausbaue. Und darauf spare ich eben auch, dass ich jetzt eben diese 1,5 Millionen hier nochmal zum dritten Mal spare, damit ich eben die dritte Kaserne auf Level 9 verbessern kann und dann können die Drachen auch wirklich kommen. So, ein weiterer interessanter Punkt ist ja, wenn man mal kurz mitgerechnet hat, ja, 25.000 mal 10 heißt also, ich würde 250.000 Elixier für einen Angriff ausgeben. Ja, schauen wir mal kurz rauf. Wir schauen einfach mal spaßeshalber, was so der Gegner wäre, den ich meiner Meinung nach erledigen könnte. Den würde ich jetzt schon für zu stark halten mit 1er Drachen. Ja, naja, könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Ja, vielleicht hier, ne? So, Level 20, ja. Schauen wir mal ganz kurz, was der gute Alemannia hier gemacht hat. Gut, der hat 9 Drachen mitgenommen. Und das Ganze eben auf Level 2. Das heißt, die sind noch eine Nummer stärker. Aber wir gucken mal ganz kurz rein, wie stark die hier im Verhältnis waren. Ja, okay. Und ist jetzt links so verteilt. Okay, also jetzt hier ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Gut, also diese Drachen hier, dieser Drachenangriff ging ja relativ locker durch, muss man sagen. Naja. Naja, gar nicht mal so locker durch.
Eigentlich war das fast schon noch Glück, ne? Ja, das war richtig Glück. Krass. Gut, also den hier, sage ich mal ganz ehrlich, wenn seins hier mit Glück durchging, würde ich hier mir keine großen Chancen einräumen, dass ich hier mit Einzeldrachen das Ganze kriege. Und was hatten wir hier? Hier haben wir 270.000, ja. Das heißt, ja, plus nochmal drei Zauber, ne, darf man ja auch nicht vergessen. Diese Wutzauber zum Beispiel kosten nochmal 23.000. Das heißt, da bin ich jetzt schon bei gut über 300.000 und ich kriege nur 270.000 wieder. Also die Drachen sind halt, was Elixier angeht, eine Nullnummer. Die Drachenangriffe sind einfach sehr, sehr teuer. Natürlich kriege ich noch Gold wieder als Siegbonus, aber man darf auch nicht vergessen, man gewinnt auch nicht jeden Krieg. Das heißt, wenn ich den Krieg nicht gewinne, kriege ich nur ein Drittel davon. Das heißt, ich kriege nur einen geringen Teil der Kosten, die ich schon ausgegeben habe, kriege ich nur wieder. Und das ist natürlich keine sehr schöne Sache. Also bei Drachenangriffen, einerseits sollte man sich sicher sein, dass man drei Sterne holt. Ansonsten wäre es echt ärgerlich, weil die Angriffe dann einfach zu teuer sind. Für so ein, ja, in Anführungsstrichen Versehen oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, ich sag mal, ich denke, ich werde nicht nur Drachenangriffe machen im Clankrieg. Ja. Können wir aber noch mal schauen. Dann mal kurz zum jetzigen Krieg. Ach so, der vorige Krieg. Nochmal erstmal natürlich die Vergangenheit und dann schauen wir uns die Gegenwart an. Kriegslog. Den letzten haben wir leider verloren. Ja, es war auch relativ knapp. So, und der Gegner hat halt, der hat halt gute Sterne geholt, ne, muss man sagen. Der hat natürlich logischerweise unten hat er alles voll gemacht und oben hat er nur die ersten drei, hat er nicht alle Sterne geholt, beziehungsweise beim ersten sogar nur zwei, hat er sogar zwei liegen lassen, so. Und bei uns sah es halt ein bisschen anders aus. Bei den ersten drei sah es genauso aus, aber leider haben wir bei den nächsten beiden auch noch jeweils einen Stern liegen lassen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, man kann da nicht immer was machen. Passiert halt. Ich war hier selbst auch dabei, habe aber keine besonders beeindruckenden Angriffe gemacht, deswegen braucht man sie nicht wirklich zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich drei Sterne geholt habe oder sogar einen der beiden Angriffe verkackt habe, in Anführungsstrichen. Ja, aber auf jeden Fall ganz vernünftig. So, jetzt zu unserem jetzigen Krieg. Sieht echt übel aus, ja. Ihr seht schon, Moment, hier sind wir. Also, ist echt hart, möchte ich mal sagen. Ja, die haben hier bei einem Rathaus 10er zwei Sterne geholt. Gut, das hat unser Rathaus 10er, also unsere 1 auch. Aber, naja, die Einsen werden sich wahrscheinlich gegenseitig noch angreifen. Und bei uns, also bei denen hier, danach, gut, die 4 hat noch einen Angriff und die 7, bei uns die 3, die 6, die 7, also ehrlich gesagt nicht viel besser, ne? Und bei denen die 4, ich weiß gar nicht, bei denen die 4, die könnte die 5 angreifen, okay, da könnte sie noch zwei Sterne holen, ja. Ansonsten haben die ja alles an Sternen. Also hier sind ja gar keine Sterne mehr zu holen. Ne? Das heißt, ja. Wenn die 4 hier also bei der 5 zwei Sterne holt und die 1 bei der 1, bei unserer 1 zwei Sterne holt, dann sehe ich für uns sehr, sehr schwarz. Weil bei uns, wie gesagt, die 3 hat noch einen Angriff und die 1. So, unsere 1 wird bestimmt die 1 angreifen, macht auch Sinn. Unsere 3, Moment, ja doch, unsere 3 hat schon die 4 angegriffen und nur zwei Sterne geholt. Könnte die 5 angreifen, okay. Aber, ja, dann ist hier halt immer noch ein Stern offen, bei der 6, bei der 4, bei der 3, bei der 2, bei der 1, wenn überhaupt da zwei Sterne geholt werden. Gut, die 9 wird sicherlich noch voll gemacht, denke ich. Hier unten wird auch noch voll gemacht, aber insgesamt, also ich sag mal, ich prophezeie einfach mal, dass wir das Ding nicht mehr holen. Der Gegner war wirklich sehr gut, der hat hier auch bei unseren Rathaus 9ern wirklich gute Angriffe geleistet. Ne? Das hier sind alles Rathaus 9er, wenn ich mich nicht täusche. Rathaus 9. Hier weiß ich nicht mehr, ob es Rathaus 9 ist. Aber die ganzen Rathaus 9er hier, also viele wurden mit drei Sternen gemacht. Und das ist natürlich schon mal nicht so schön. Ne? Rathaus 9er sollten eigentlich nicht mit drei Sternen gemacht werden. Wir gucken mal hier kurz in den Angriff rein. Dass unsere 3 wurde allerdings von einem Rathaus 10er mit 3 Sternen gemacht. Der knackt halt hier auf mit Erdbebenzaubern und dann mit 5er Golems.
Das heißt, er macht hier Gola nun. Ja. Also erst will er hier rein mit Golems und Magiern und seinen Helden. Und der Plan ist erstens rauslocken und Einheiten vernichten. Okay, das funktioniert hier schon mal natürlich wunderbar. Und zweitens, was aber eigentlich fast noch wichtiger ist, er muss auch die beiden Luftabwehrteile hier unten vernichten, damit, ja, und da ist es auch schon passiert, beide kaputt, damit er hier oben eben mit seinen Lungs wieder reingehen, oder nicht wieder, sondern damit er da reingehen kann. Wenn die Taktik aufgeht, so wie es hier gerade der Fall ist, dann ist es eine wirklich, wirklich starke Taktik. Ist nicht ganz einfach, muss man dazu sagen, aber so, das, was er hier halt macht, das ist schon nicht schlecht. Ja. Oh, okay, interessant. Achso, ja gut, ja, okay, alles klar. Er geht also von rechts rein, von der rechten Seite. Ja, und er hat hier übrigens auch noch die Queen mitgenommen, ne? Das war auch sehr wichtig, die gegnerische Queen. Also die ist ja bei Hunden und Lungs extrem wichtig. Gut, also er kommt hier von drei Seiten, wie man sieht, und macht es hier auch relativ locker. Ich meine, sobald die Luftabwehr hier vernichtet ist, besteht da kaum noch eine Chance. Jetzt geht sie down und... Suchen wir noch ein Stück raus. Jetzt können wir nicht auch auf doppelte Geschwindigkeit machen. Jetzt sind hier zwar noch ein paar Verteidigungsgebäude, aber was sollen die machen? Ich meine, da ist noch ein Lava-Hund da. Da wäre es sogar besser, wenn sie die nicht aufknacken. Und ja, jetzt sind schon alle Gebäude weg. Wir können mal auf vierfach beschleunigen. Das wird ja hier einfach nur noch runtergespielt. Da muss man dann eigentlich nur noch die Zeit im Auge behalten, weil natürlich die Loons extrem langsam sind. Hier hat er zum Beispiel Glück gehabt, dass sich die Loons geteilt haben. Wenn man da Pech hat, dann bleiben eben alle Loons auf einem Punkt. Machen zwar sehr viel Schaden, aber kommen halt nicht hinterher von der Zeit her. Also sehr schöner Angriff, leider nicht unser Angriff. Aber gut, kann man manchmal nichts machen. Ich werde euch beim nächsten Mal berichten, ob wir das Ding eben noch geholt haben. Wie gesagt, ich muss leider sagen, das glaube ich nicht. Bis zum nächsten Mal, euer Schwengeldieter.